Na, also herzlich willkommen zur Clinical Journal Club für die letzten 3 Wochen. Ich habe ein paar Sachen zusammengewürfelt von den letzten 3 Ausgaben von New England Journal und Lancet. Und ich glaube, was hilfreich ist, sind diese Quizbilder. Und was wir hier sehen, ist den Rücken von einer Frau mit Brustkrebs, die mit unterschiedlichen Therapien hier behandelt worden ist. Und die hat auch Wirbelsäulenmetastasen und die sind bestrahlt worden. Und wenn ich die Geschichte richtig verstanden habe, erstens im Angebot ist Erinnerungen an Bestrahlung, irgendwelche Hautpilze, Lichen Simplex, Plattenepithelzellkarzinom und akute fibrile neurophile Dermatose. Keine Ahnung. Aber man kriegt keinen viereckigen Ausschlag. Also das muss etwas Besonderes sein. Und man kann sich ja vorstellen, ein Bestrahlungsfeld könnte durchaus viereckig sein. Das muss eigentlich die Antwort sein. Aber gibt es so eine komische Hautveränderung, nachdem man bestrahlt ist, nicht sofort nach der Bestrahlung, sondern wenn man danach Chemotherapie bekommt? Na, wir haben ja Experten im Raum, die uns das erklären können. Das ist die richtige Antwort. Und dies heißt Radiation Recall oder Erinnerung an Bestrahlung, wenn man so will. Und wie das zustande kommt, ist eigentlich unklar. Und die ganze Differentialdiagnose werde ich Ihnen heute nicht zeigen. Es ist ein Datenverzeichnis drin, das hier im Netz steht. Aber hier ist ein anderes Beispiel. Und es heißt in der Literatur, dass dieses Phänomen nach unterschiedlichen Chemotherapeutika zustande kommen kann, die hier gelistet sind. Also Radiation Recall. Jetzt das erste Thema in New England Journal vor 3 Wochen war Ticagrelor. Und Ticagrelor hemmt Plättchenaktivierung, die vermittelt wird durch den P2Y12-Rezeptor. Clopidogrel ist genauso gut. Es gibt keine Vergleichsstudien zwischen Ticagrelor und Clopidogrel aus den üblichen Gründen. Aber was in dieser Studie gemacht worden ist, die Fragestellung ist eigentlich, sollte man den P2Y12-Rezeptor nach Einlage eines beschichteten Stents für 1 Jahr oder mehr als 1 Jahr hemmen? Nämlich diese Sachen sind teuer und ASS ist billig. So, was hier gemacht worden ist, dies sind alle Patienten, die einen Stent gekriegt haben und nach 1 Jahr sind die dann randomisiert worden zu 2 unterschiedlichen Dosierungen von Ticagrelor oder Placebo. Und hier sind die Patienten und die hatten die üblichen koronare Herzerkrankungen, ST-Streckenhebungsinfarkt oder auch nicht. Und ASS kriegen die natürlich und Statine und Beta-Blocker und ACE-Hemmer und so weiter. Und das spannende Endergebnis ist dieses. Und die beiden Dosierungen von Ticagrelor haben tatsächlich den Sammelsorium-Endpunkt signifikant gesenkt, aber es geht hier um eine Senkung von 9,04% auf 7,85%. Mit den riesigen Mengen an Patienten, die hier eingeschlossen worden ist, ist das statistisch signifikant. In Wirklichkeit sieht der Unterschied so aus, und ich würde denken, dieser Unterschied ist nicht von großer klinischer Bedeutung. Und ob die Krankenkassen deswegen jetzt Ticagrelor weiter bezahlen wollen nach 1 Jahr ist dahingestellt. Ich weiß nicht, wie verhalten sich denn die Kassen im Moment, was diese Fragestellung anbelangt. Soll man P2Y12-Hemmer für mehr als 1 Jahr nach beschichteten Stenteinlage geben? Das ist kontrollieren. Das ist ja meistens ein ambulantes Problem. Wir sind ja dann nicht mehr auf Station. Und ambulant wird das Zeug wahrscheinlich nicht bezahlt. Und wenn Sie jetzt aufschreiben, zahlen Sie das. Aber ob Sie jetzt nach 12 Monaten genau gucken, ob das irgendjemand absetzt, weiß ich auch nicht. Also das war das Thema. Und das zweite Thema hat zu tun mit Vorhofflimmern und es geht um Ablation, um das Wiederauftreten von akutem Vorhofflimmern zu verringern.
Und da sind zwei Strategien, wie Ihnen bekannt ist. Man kann der Eintritt von den Pulmonalvenen im linken Vorhof so verbraten durch einen Lasso-Katheter. Oder man könnte diese Therapie auch ausweiten, um noch andere Stellen zu abladieren oder auch die Mitrallinie und diese Decklinie. Unterschiedliche Strategien sind hier möglich. Also das wäre das Minimalverfahren. Und diese zusätzlichen Ablationen werden vorgeschlagen in irgendwelchen Richtlinien. Ich kenne mich da auch nicht so aus. Aber man hat tatsächlich Patienten mit akutem Vorhofflimmern randomisiert zu dieser Form von Abladierung, um zu sehen, ob das wirklich einen Sinn macht. Und die Antwort ist ziemlich einfach. Die Antwort lautet nein. Also die einfache Abladierung wäre ausreichend, was das Wiederauftreten von Vorhofflimmern anbelangt. Und kann man sich die Patienten hier alle angucken, und, was deren Risikoskalen waren und ob sie Hypertonen waren und wie viel Diabetes sie hatten. Aber eine weitere Ablation über diesen vier Eintritten von den Pulmonalvenen hinaus hat zu keinem zusätzlichen Vorteil geführt. Im New England Journal vor drei Wochen war wunderbare Übersicht über Eisenmangelanämie. Und das ist ein Dauerbrenner und man muss dieses lesen. Nämlich da ist sehr viel gelaufen, gerade in den letzten 5 bis 10 Jahren über die Transporter und die Proteine, die mit Eisenstoffwechsel zu tun haben und was hier eine wesentliche Rolle spielt. Ich habe enorme Probleme, mir diese Sachen auswendig zu merken. Aber das ist ein wunderbarer Übersichtsartikel. Ich zeige nur ein paar Sachen. Und diese Proteine, die in den letzten Jahren kloniert worden sind, bivalenter Metalltransporter Nummer 1 und wie der reguliert wird durch HIF-2-Alpha und die ausschlagende Rolle von Hepzidin, um die Aufnahme und Verstoffwechselung von Eisen zu kontrollieren, so dass man nicht Eisenüberladung bekommt. Also diesen wunderbaren Übersichtsartikel und ich glaube, alle Internisten sollten den lesen, da Eisenmangelanämie die häufigste Krankheit der Welt ist und man sollte irgendwas darüber wissen. Dann der Fall im New England Journal für 3 Wochen hat mich ziemlich beschäftigt. Es geht um 42-jährigen Menschen aus Colorado. Der wohnt auf dem Lande und der arbeitet auch draußen und hat so ein bisschen geraucht und so weiter und der kriegt eine außerhalb des Krankenhauses eine ambulant erworbene Pneumonie. Und die ist ziemlich schlimm und er kriegt diese Konsolidierung im rechten Unterlappen und das wird in wenigen Stunden, wenigen Tagen noch viel schlimmer. Und dann hat er auf der anderen Seite hier auch Infiltrate und er war nicht außerhalb Colorado, ist Tuberkulose nicht ausgesetzt worden, wurde nicht Asbest ausgesetzt. Also man weiß nicht, was mit dem los ist. Nach 2 Tagen wird alles noch viel schlimmer und man erhebt natürlich Proben und macht ein Grampräparat, er hat gramnegative Stäbchen, aber es und nicht spezifisches Zeug gewachsen. Und was wir hier in diesem CT sehen, ist diese ausgeprägte nekrotisierende Pneumonie hier im rechten Unterlappen, am meisten ausgeprägt, aber auch hier auf der anderen Seite auch vorhanden und man weiß nicht, was los ist. Und der kriegt unterschiedliche Antibiotika, Zeptreaktionen und Vancomycin und Levofloxacin und alles will nicht besser werden und keiner weiß, was mit dem los ist. Und dann in einer Kultur werden irgendwelche Pseudomonaden, die mir nicht bekannt sind, wachsen da raus und andere Tests gegen Legionellen und HIV und unterschiedliche Sachen sind negativ und da kriegt dann Piperacillin mit Tazobac und es wird alles nicht besser und dann will man den eigentlich intubieren, aber er lehnt das ab. Also er wird weiter nicht invasiv beatmet und dann nach 8 Tagen wird er zu einem anderen Krankenhaus transferiert. Und ich zeige, weil für den Hintergrund ist es wichtig, ein Bild von Alexander Yersin. Und Alexander Yersin war ein Schweizer, der war Mikrobiologe, Mediziner, ist ausgebildet worden von Robert Koch und Louis Pasteur und hat sich für Louis Pasteur entschieden. Und Louis Pasteur hat den
um die Jahrhundertwende vom 19. zu 20. Jahrhundert nach Indochina geschickt und seine Aufgabe war es, den Pestbacillus zu identifizieren. Und er war ziemlich ärmlich ausgestattet. Die Geschichte geht dann weiter, ich werde Ihnen das gleich erzählen. Aber zur gleichen Zeit waren japanische Wissenschaftler, die waren auch hinter dem Pestbacillus und in Vietnam und in Indochina war Pest damals wohl ziemlich häufig. Und der arme Yersin war ausgestattet mit einem Brutschrank, der so schlecht war, dass man konnte den nicht über 35 Grad kriegen. Er war erfolgreich. Und da Yersinia pestis besser wächst bei 33 Grad als bei 37 Grad, waren seine Kulturen positiv und er hat diesen Pestbacillus identifiziert. Also bei unserem Patienten geht es dann weiter und er lebt auf dem Land und wo er die Lamas herkommt, ist mir nicht ganz bekannt, aber es sind auch Ziegen auf seiner Farm und Hühner und Gänse und er hat viele Hunden und Katzen und alles strömt da rum. Und einer seiner Hunden wird krank und kriegt eine Ataxie und man dachte, der Hund hat auch Hämoptysen gekriegt. So dachte der Hund hätte Rattengift geschluckt und das ist hier ein Warfarin-ähnliche Substanz mit einer viel längeren Halbwertszeit. Und man hat den Hund dann euthanasiert und der Hund war weg. Aber man dachte wieder an diesen Hund und ob der Hund irgendwas mit der Krankheit dieses Patienten zu tun haben könnte. So, da hat man den Hund exhumiert und man konnte kein Rattengift in den Hund finden, aber der Hund hatte auch eine schlimme Bronchopneumonie. Also der Patient kriegt mittlerweile 70% Sauerstoff und dann sind sie geschaltet. Nämlich der Hund hatte Pest. Was in Colorado und New Mexico, wo ich aufgewachsen bin, gar nicht so unhäufig ist. Gerade bei Kleintieren, bei kleinen Nagern und bei Eichhörnchen und was es da alles sonst noch gibt. Ist Pest ziemlich weit verbreitet. Und Sie werden auch sich daran erinnern, das spielt wahrscheinlich bei unseren Patienten keine Rolle, aber sonst wird Pest verbreitet durch einen Floh. Und dieser Floh heißt Xenopsylla chiopis und dieser Floh ist gefunden worden von Nathaniel Charles Rothschild. Und der war nicht ein Banker, der war Naturwissenschaftler, der am Anfang des 20. Jahrhunderts festgestellt hat, nicht nur Pastorella pestis oder Yersinia pestis, wie es heute heißt, hat mit Ratten zu tun, aber dieses Bakterium wird verbreitet durch einen Biss von einem Floh. Und wenn die Flöhe halt keine Ratten mehr haben, dann beißen sie auch Menschen und dann kriegt man Bubos. Die initiale Pestläsion ist eigentlich Lymphknotenvereiterung. Aber Pest kann auch verbreitet werden durch Tröpfchen und so hat sich wahrscheinlich diese Pneumonie verbreitet und ob dieser Mensch aus Colorado jetzt seinen Hund geküsst hat oder nicht, wird nicht angegeben. Aber man sollte ein bisschen wissen über Pest, nämlich das gibt's heute noch und das ist, was dieser Patient hatte. Dann war dieses CT-Bild in Lancet und hier ist im Angebot, ist dies ein CAPD-Patient. Hat dieser Patient Sklerodermie, hat dieses zu tun mit Vitamin-D-Vergiftung oder ist dies ein Tumor? Und diese Art von sklerosierende Peritonitis, die dann auch verkalkt wird, ist das ein CAPD-Patient. Und wenn Sie mit solchen Patienten zu tun haben, sollten Sie das wissen. Dies ist nicht häufig, aber das kommt bei langjährigen CAPD-Patienten vor. Und dieser Patient hatte 19 Jahre CAPD. Was auch ein Wunder ist. Vielleicht wäre eine Transplantation besser gewesen. Aber jetzt hat er das. Das dazu. In Lancet ist hier diese Arbeit an Patienten mit metastasierten Kolorektalkarzinom. Fortgeschrittenen Tumor. Die Fragestellung hier ist, sollten die behandelt werden mit Bevacizumab? Das ist ein Antikörper gegen VEGF, sodass mutmaßlich neue Gefäße und Metastasen sich weniger bilden, oder Capecitabine,
Man fragt sich, was in Teufelsküche ist Capecitabine? Und ich habe zu meinem Erstaunen herausgefunden, das ist eigentlich im Prinzip nichts Neues. Das wird verstoffwechselt zu 5-Fluorouracil, was meines Wissens das erste Präparat gegen Kolonkarzinom eingeführt worden ist 1965. Und dies ist eigentlich eine andere Form von 5-FU. Und diese Patienten haben diese Therapie gekriegt nach einem vorgegebenen Schema und sind dann randomisiert worden zu einer Erhaltungstherapie mit Capecitabine und Bevacizumab oder Placebo. Die Erhaltungstherapie scheint zu helfen. Wir sehen diese üblichen bananenförmigen Kurven. Hier geht es um progressionsfreies Überleben. Aber gesamte Überleben, ein bisschen knapp, aber wäre sowieso kein großer Unterschied, war nicht signifikant unterschiedlich bei dieser Therapie. Also das ist Capecitabine und Sie sollten wissen, dass es verstoffwechselt wird zu 5-FU. Und wie Bevacizumab funktioniert, sollten Sie auch wissen. Und Nebenwirkungen, globale Qualität des Überlebens bei diesen Patienten war nicht unterschiedlich in diesen beiden Gruppen. Dann, hier geht es um fortgeschrittenen Hodgkins-Lymphom. Und diese Patienten sind schon, ich meine, das hat ja Hodgkins-Lymphom, wie wir wissen, hat eigentlich eine gute Prognose. Aber diese Patienten, bei diesen Patienten ist die Krankheit fortgeschritten. Die sind auch alle schon knochenmarkstransplantationsbehandelt. Und man hat hier ausprobiert einen Antikörper gegen CD30, das ist ein Oberflächenmolekül, das bei Reed-Sternberg-Zellen wohl exponiert wird. Und die Fragestellung war hier, Brentuximab, ein Antikörper gegen CD30, hilft das Patienten mit fortgeschrittenen Hodgkins-Lymphom, die schon eine autologe Knochenmarkstransplantation durchlaufen sind. Da waren über 165 Patienten in den beiden Gruppen. Und wenn wir uns dies angucken, sieht es so aus, dass dieser Antikörper gegen CD30 diesen Patienten geholfen hat, dieses progressionsfreies Überleben. Und es geht hier um 44 Monaten. Und das sieht schon ganz gut aus. Aber Gesamtüberleben, naja, da sehen wir keinen Unterschied. Aber ich glaube, was erstaunlich ist, ist, diese Leute mit fortgeschrittenen Hodgkins-Lymphomen, die schon andere Therapien durchlaufen sind, inklusive autologes Knochenmarkstransplantation, nach 52 Monaten sind 70% in beiden Gruppen noch da. Also das sieht nicht so schlecht aus, meines Wissens. Dann in New England Journal vor 2 Wochen war dieses schreckliche Bild und dies ist eine Zunge. Und man kann ja hier den Mund erkennen und hier ist eine Zunge. Und was wir hier sehen ist, hier ist Zungengewebe, sieht okay aus. Und dann ist dieses schreckliche Ding da. Na, dies ist nicht Leukoplakie. Und dies ist nicht eine geografische Zunge. Und dies ist nicht Lichenplanus. Und wenn man sowas sieht und man hat keine Ahnung, was es ist, dann, was ich mache, ist, ich wähle immer das schlimmste Krankheitsbild aus. Und das schlimmste Krankheitsbild wäre warzenförmiges Karzinom. Und das ist auch die richtige Antwort. Dies ist ein Plattenepithelzellkarzinom der Zunge im Prinzip und macht dieses warzenförmiges, schreckliches Gebilde. Und dieser Patient ist mit Methotrexat behandelt, wie ich dann später erfahren habe, und eine Operation und hat eigentlich einen guten Verlauf gehabt, trotz dieses Karzinoms. Gut, und das nächste Thema im New England Journal hat zu tun mit Theodor Karl Gustav von Leber. Und der war ein deutscher Augenarzt, auch im 19. Jahrhundert, und der hat 2 wichtige Krankheitsbilder beschrieben. Eines, was wir heute nicht diskutieren, ist die des Lebers hereditäre optische Neuropathie. Das führt zu einer frühen Erblindung. Und das zweite, was er beschrieben hat, ist eine zweite genetische Augenerkrankung, die heißt Lebers kongenitale Amaurose. Und das ist der gute Theodor Karl Gustav, hier abgebildet. Und heute geht es um die Lebers kongenitale Amaurose.
Und da sind unterschiedliche Gene, die hierfür verantwortlich sind. Aber das Gen, was uns heute beschäftigt, heißt RPE65. Und das kann dieses Krankheitsbild auslösen. Sehr ähnliches, phänotypisch gleiches Krankheitsbild wird durch Mutationen von diesen und anderen Genen, die mir nicht geläufig sind, kann auch ausgelöst werden. Aber es geht heute gerade um RPE65, nämlich das ist ein Ziel von Gentherapie bei Patienten mit dieser schrecklichen Augenerkrankung, die zur Erblindung führt. Und dieses Gen kodiert für ein Enzym und das hat mit Retinolstoffwechsel zu tun. Werden Sie sich daran erinnern, Retinol hat auch irgendwas mit Sehvermögen zu tun und ob man nachts sehen kann oder nicht. Und Vitamin A-Mangel ist Ihnen ja bekannt. Und dieses Enzym verwandelt Transretinol in 11-Cis-Retinal. Und das ist notwendig für Phototransduktion, sodass diese Pigmentschicht richtig funktioniert, sodass man sehen kann. Und man hat Patienten ausgewählt mit dieser ziemlich schrecklichen Augenerkrankung und man hat das cDNA von RPE65 in ein Adenovirus reingeschleust und diesen Leuten das hinten ins Auge gespritzt. Und das ist schon eine Weile her und hier sind die Patienten und dann wurden die beobachtet. Was man hier macht, ist, man spritzt ein Auge und lässt das andere Auge als eine automatische Kontrolle bei diesen Patienten. Und was wir hier sehen, ist, bei unterschiedlichen Patienten hat das überhaupt nicht funktioniert, wahrscheinlich aus irgendwelchen technischen Gründen. Aber bei manchen Patienten ist ein Auge erheblich besser geworden. Und man hat das darauf zurückgeführt, dass das cDNA hat tatsächlich das Eiweiß produziert und das Eiweiß hat dann Transretinol in Cisretinol umgewandelt, hat diesen Patienten geholfen. Aber das Bedauerliche ist es, dass nach 3 Jahren war auch bei diesen wenigen Patienten, wo dies geholfen hat, war der Effekt weg und man weiß nicht genau warum. Das nächste Paper im New England Journal, gleiches Thema, gleiche Krankheit, andere Arbeitsgruppe, gleiche Strategie, gleiches Ergebnis, dass nach 3 Jahren waren die Leute, hatten die Leute wieder an Sehvermögen verloren. Und warum diese Gentherapie nur vorübergehend bei diesen Patienten funktioniert hat, ist nicht zu eruieren. Dann im New England Journal, dies ist ein ziemlich unglückliches Thema, aber hier geht es um Kinder, die auf der Straße reanimiert werden. Bei Erwachsenen ist es schlimm genug. Bei Erwachsenen ist die Ursache beinahe immer kardial, irgendwelche Rhythmusstörungen und das gängige Verhalten ist, die Patienten natürlich auf Intensivstationen zu legen und die für 3 Tage abzukühlen, in der Hoffnung, dass diese Hypothermie dann die Funktion des Gehirns irgendwie erhalten kann, sodass die ein besseres Langzeitergebnis haben. Und meines Wissens wird das immer noch gemacht. Diese Studien sind noch zu meiner Zeit vor 10 Jahren durchgeführt worden und Hypothermie bei Patienten mit die reanimiert werden müssen, ist meines Erachtens Standardtherapie. Und hier wurde es angewendet bei Kindern, die reanimiert werden müssen. Na, Kinder sind anders als Erwachsene, kann man sich vorstellen. Und wenn man uns diese Kinder angucken, überwiegend hatten diese Kinder irgendein respiratorisches Problem. Respiratory arrest. Genau was sie hatten, weiß ich auch nicht. Kann man auch von diesem Paper nicht genau eruieren. Aber eine kardiale Ursache bei diesen Kindern war eher selten. Und auch ziemlich häufig war die Ursache halt nicht bekannt, ob sie einen Krampfanfall gehabt haben oder was der Teufel ist. Also man hat diese Kinder dann reanimiert und die Hälfte hat man einer Hypothermie ausgesetzt für 2 Tage. Das war auch erfolgreich, wie hier zu sehen ist. Und bei der anderen Hälfte hat man das nicht getan. Und das Endergebnis war in beiden Gruppen gleich unerfreulich. Und nach einem Jahr hatten beide Gruppen funktioneller Status war ähnlich oder nicht signifikant unterschiedlich. Und wir sehen hier, wahrscheinlich ist das Ergebnis bei diesen Kindern besser als bei Erwachsenen, nämlich hier. Aber diejenigen, die einen guten funktionellen Status hatten, 20 gegen 12 ist vielleicht verdächtig, aber war wohl nicht signifikant. Und Gesamtmortalität zwischen diesen beiden Gruppen.
Gruppen waren auch nicht unterschiedlich. Dann, dieses Paper hat mich interessiert. Dies ist eine Studie aus Japan und es geht wieder mal um Patienten mit fortgeschrittenen Kolonkarzinom. Und dieses Präparat heißt TAS 102 und das hat zwei Bestandteile. Eins ist Trifluoridin. Geht davon aus, dass es irgendein Nukleinsäurenanalogon ist, das eingebaut wird in DNA, sodass das nicht mehr funktioniert. Und die zweite Komponente ist Piperacil und das interferiert mit der Verstoffwechselung von Trifluoridin, sodass die Bioverfügbarkeit von dem Wirkstoff erhalten bleibt. Und dieses Präparat wurde in Japan entwickelt. Und hier sehen wir eine randomisierte, kontrollierte Studie bei Patienten, die hatten biopsie-dokumentiertes Adenokarzinom von Kolon oder Rektum. Und die sind schon zwei unterschiedlichen Chemotherapien hier durchlaufen. Und wie wir hier sehen, hatten diese Leute ziemlich fortgeschrittenen Kolonkarzinom. Und 60% hatten eine KRAS-Mutation, oder die Hälfte hatten eine KRAS-Mutation. Und ihre funktionelle Fähigkeit ist hier auch angegeben. Und diese Patienten waren nicht nur aus Japan. Ungefähr ein Drittel waren aus Japan und die anderen waren aus USA, Europa und Australien. Und was wir hier sehen, ist, gesamte Überleben bei diesen Patienten war mit dieser Chemotherapie besser. Und chemotherapeutische Studien, wo das gesamte Überleben besser ist, da glaube ich, sollte man etwas darüber wissen. Progressionsfreies Intervall ist hier auch besser, aber hier das Gesamtüberleben und die in diesen unterschiedlichen Gruppen, ob sie KRAS-Mutationen hatten, ja oder nein, und wo sie her waren und wie alt sie waren, das, hat nicht eine überwiegende Rolle gespielt. Und das finde ich ziemlich eindrucksvoll. Dann würde ich schon lieber in dieser Gruppe sein, als in dieser Gruppe. Und hier geht es um die Leistungsfähigkeit dieser Patienten und auch bei Patienten, die einen Performance-Status hatten, weniger als 2%, hier das Gesamtüberleben war trotzdem besser. Dann Übersicht in New England Journal. Es geht darum, die Amerikaner haben entdeckt, dass die Europäer manchmal Appendizitis nur mit Antibiotika behandeln und gucken, um zu sehen, ob es besser wird, bevor sie operieren. Und das gängige Vorgehen in Amerika ist anders. Die werden alle operiert und so bin ich auch unterrichtet worden. Aber was man hier, hier geht es darum, ob man vielleicht diesen konservativen Weg einschlagen kann. Und die Vignette hier, es geht um einen 56-jährigen Mann, der ist schon eine Nissen-Funduplikation unterzogen worden. Sie werden sich daran erinnern, Rudolf Nissen war Oberarzt von Ferdinand Sauerbruch und der Nissen musste Deutschland verlassen, weil er Jude war. Aber nach Nissen ist noch eine Operation, die es heute noch gibt. Und nach dem Sauerbruch ist es nichts, was es heute noch gibt. Also in der Charité sollte man diese Sauerbruchallee eher in Nissenallee umbenennen, meines Erachtens. Und es geht um dieses Thema und ich zeige nur dieses eine Bild. Sie sollten das mal angucken, aber in Europa kommt darauf an, wie die Patienten aussehen und ob sie Komplikationen haben und Appendixruptur und wie sie klinisch aussehen. Aber es ist möglich, diese Patienten auch mit Antibiotika und Beobachtung zu behandeln, um zu sehen, ob sie erstmal besser werden oder nicht. Dann der Fall im New England Journal. Stellen Sie sich vor, Sie sind in der Notaufnahme, da kommt dieser Mensch rein mit diesem Nagel im Auge. Und das ist ziemlich blöd. Der hatte da mit irgendeiner Maschine gearbeitet. Der hatte so eine Schneidemaschine, die man benutzt, um Gehwege von Gras zu bereinigen, wo diese Plastikstrippe sich revolviert. Und das hat einen Nagel in sein Auge geworfen und so kam er in die Notaufnahme. Und soll man so einen Nagel einfach rausziehen?
Oder sollte man sich das vielleicht mal ein bisschen angucken? Und heutzutage hat man ja wunderbar bildgebende Verfahren, um so einen Nagel anzugucken. Und hier ist der Nagel und hier ist eine Rekonstruktion vom Schädel. Und der Nagel liegt tatsächlich im Auge und aus dem Auge konnte er nichts sehen. Darum geht es. Und da hat man noch ein paar weitere Untersuchungen gemacht mit den Bildgebungen, die heute möglich ist. Und ich finde das eigentlich fantastisch. Und hier ist der Nagel und der Nagel streift am Auge vorbei, sitzt hier, dies ist wohl der Sphenoid-Sinus, würde ich denken, weil so gut beim CT-Lesen von Kopf bin ich auch nicht. Aber man hat sich das alles angeguckt und da hat man vorsichtig den Nagel entfernt und Sehvermögen in diesem Auge wurde tatsächlich erhalten. Und das ist ein chirurgischer Fall und sollte man mal lesen und gucken, was da los ist. Dann habe ich aus Lancet ausgewählt diese Arbeit und es geht wieder um schwer behandelbare Hypertonie in Frankreich und man hat die Patienten zu einem Schema von Diuretikum, ACE-Hemmer und Amlodipin engmaschig randomisiert und darüber hinaus noch Nierenarterienablationen, ja oder nein. Jetzt die Ablation war hier nicht im Doppelblindverfahren durchgeführt. Also die Patienten wussten, was sie gekriegt haben. Und wir wissen ja, dass dieses Verfahren einen gewissen Placebo-Effekt aufweist. Und hier sind die Patienten und auch was der Blutdruck ist während des Tages und der Nacht und waren beiden Gruppen nicht unterschiedlich. Und dann guckt man hier Veränderungen in 24 Stunden Blutdruckmessungen bei den Leuten, die eine Ablation zusätzlich zu diesen ganzen Sachen bekommen haben oder die es nicht bekommen haben. Und tatsächlich sehen diese Patienten ein bisschen besser aus als diese. Aber dies ist jetzt nicht adäquat kontrolliert, meines Erachtens. Und wenn man sich dann die Veränderungen in den beiden Gruppen ein bisschen kritischer anguckt, sehe ich da eigentlich keinen großen klinischen relevanten Unterschied. Müssen Sie halt selber entscheiden. Dann in Lancet sind zwei sehr wichtige Übersichtsartikel und ich zeige nur ein bisschen davon. Eines hat zu tun mit membranöser GN, nämlich mittlerweile sind mehrere Antigen-Epitope bekannt, was diese Krankheit auslöst und das schlägt auch bestimmte therapeutische Vorgehen vor. Und das zweite Übersicht ist von Gerd Walz und das hat mit autosomal dominanter polyzystischer Nierenerkrankung zu tun und alles, was man heutzutage darüber weiß und was man für diese Patienten heutzutage machen kann und das ist besser als gar nichts. Ob sie Tolvaptan verschreiben wollen, müssen sie entscheiden, aber es ist auf alle Fälle besser als gar nichts. Dann im nächsten New England Journal Heft dieser Woche ist dieses Kind und hat diesen Ausschlag und eigentlich sieht man, sind beide Augen betroffen. Aber man sieht hier wenig Schwellung und dann sind im Angebot diese unterschiedlichen Krankheitsbilder mit periorbitaler Zellulitis würde ich erhebliche Schwellungen erwarten, das ist hier nicht der Fall. Dann ist da Morbus Lyme und Dermatomyositis. Es würde mich verwundern, wenn der Ausschlag von Morbus Lyme bilateral wäre. Kann man sich ja vielleicht vorstellen, dass man auch einen Zeckenbiss in der Nähe des Auges bekommt, aber wusste nicht. Und dann ist polymorphe Lichteruption und atopische Dermatitis. Also diese Sachen haben mir nicht so gefallen. Ich habe Dermatomyositis ausgewählt, aber es ist tatsächlich Morbus Lyme. Und müssen wir halt nächste Woche warten, wie es dann abgelaufen ist. Nämlich Morbus Lyme, da würde ich eigentlich einen Ausschlag erwarten, der eher so aussieht, anstatt dass das bilateral periorbital so zu sehen ist. Jetzt das erste Paper im New England Journal ist eigentlich ziemlich spannend, aber ich finde das Paper nicht sehr eindrucksvoll, muss noch hier ein bisschen gearbeitet werden. Da ist ein Transkriptionsfaktor und der heißt GATA3. Und GATA3 hat damit zu tun, wie T-Zellen weiter sich differenzieren zu entweder TH1-T-Zellen oder TH2-T-Zellen. Und das ist ein wichtiger Entscheidungsfaktor.
Schritt. Denn bei Asthma zum Beispiel hat GATA3 damit zu tun, dass T-Zellen in eine gewisse Richtung gehen, was mit der Weiterentwicklung von eosinophiler Asthma zu tun hat. Und dann ist die Frage, kann man einen Transkriptionsfaktor, der intrazellulär ist, mit irgendeiner Therapie beeinflussen? Und man könnte das vielleicht machen, wenn man DNA-Abschnitte intrazellulär bewegen könnte. Und dies ist im Prinzip eine Antisense-Therapie. Und diese Antisense-Abschnitte haben hier diesen komischen Kringel und funktionieren eigentlich als ein Enzym. Dass ein DNA-Abschnitt als Enzym arbeiten könnte, ist ein bisschen fremder Gedanke, weiß auch nichts davon, aber im Prinzip, man benutzt hier Watson-Crick-Hybridisierung gegen diese mRNA, dann setzt sich dieses DNA-Enzym da drauf und schneidet diese mRNA in zwei, sodass das Eiweiß nicht produziert werden kann. Und das ist die Strategie, die hier angewendet worden ist, um GATA3 zu hemmen. So hat man bei diesen Patienten, die haben jetzt extrinsische Asthma mit Eosinophilproduktion und Charcoalidenkristalle und was da alles mit einhergeht. Und man möchte haben, dass diese Patienten wenigstens in ihrem Lungengewebe weniger TH2-T-Lymphozyten bilden. Und so hat man dieses Präparat entwickelt, das heißt SB010, und das wurde eingeatmet und das besteht aus diesem DNA-Enzym, das dann die mRNA von GATA3 spalten soll. Und genau wie dieses Zeug in die Zelle reinkommt, ist mir nicht klar. Nämlich andere Antisense-Vektoren muss man irgendeine Trägersubstanz haben, wie Lipofektin oder irgendwas ähnliches, um das Zeug in die Zelle zu kriegen. Aber die behaupten, dies kommt in die Zelle. So haben die Leute dieses Zeug eingeatmet. Und dann hat man gemessen, na, produzieren die dann IL-4 und produzieren die dann weniger Eosinophile und was passiert mit dem FEV1, wenn man denen ein Allergen aussetzt? Und das ist im Prinzip, das ist hier gemacht worden. Und hier sehen wir, wo alles, was GATA3 machen soll bei diesen Lymphozyten und wo man das überall hemmen kann, sodass die Lymphozyten dann nicht IgEs machen und B-Zellen dann stimulieren und diese sämtlichen anderen Sachen produzieren, die man nicht haben will. Und hier ist das Präparat, was die hier fertiggestellt haben, um diese Wirkung auszuüben. Und das ist an diesen Patienten gemacht worden und dann werden die ein Allergen ausgesetzt und der FEV1 fällt im Keller. Und wenn sie dieses Zeug an Bord haben, dann tut er das nicht. Ich meine, es ist nicht super, aber es ist besser als gar nichts. Und dieser Unterschied ist tatsächlich signifikant. Und wenn man hier den Unterschied unter der Kurve anguckt, ist das gerade signifikant, aber hier beim FEV1 nicht ganz, aber okay, gut. Interleukin 5 ist signifikant abgefallen, gerade so. Und dann dieses, man will dieses Konzept überprüfen, ob DNA-Enzyme als Antisense-Konstrukt anwendbar wären, als im Prinzip eine Gentherapie des armen Mannes. Und dies ist ein Anfang, aber ich wollte es Ihnen zeigen, weil es etwas Neues, was Sie vielleicht sonst nicht sehen werden, aber dies ist im Kommen und in Ihrer Praxis wird das wahrscheinlich gang und gäbe werden. Dann das nächste Paper in New England Journal hat mit Beatmung zu tun und dies kenne ich eigentlich gar nicht. Heat Humidified High Flow Therapy. Und dies ist eigentlich eine Hochfluss-Gastherapie, wo man FEV1 variieren kann, davon abhängig, was der Patient braucht. Und die Luft wird gehitzt auf Körpertemperatur. Und man hat die Hoffnung, das wird dann durch eine Nasenkanüle hier eingeführt. Und ich glaube nicht, dass die Patienten auf Intensivstationen alle so schön und gesund aussehen wie diese junge Dame. Aber das ist das Konzept hier.
Und die Idee ist es, dass man mit dieser Therapie die Notwendigkeit von Intubation vermindern könnte. Und so sind diese Patienten, die waren alle ziemlich krank und die kriegten hier ein FEV1 von Sauerstoff 60% und damit hatten sie ein PO2 zu FEV2-Quotienten von 157 hier im Durchschnitt, 150 im Durchschnitt und normal wäre 500. Also diese Patienten sind schon ziemlich krank und hatten bilaterale Infiltrate und alles Mögliche, was hier überwiegend hatten sie Pneumonie und manche waren immunsupprimiert und da sind die Patienten. Und kann man denen mit dieser Hochfluss gehitzten Gastherapie behilflich sein? Und was wir hier sehen, ist im Prinzip insgesamt hat das die Anzahl an Patienten, die intubiert werden mussten, nicht verringert. Außer sie waren ziemlich krank und dann sah es so aus, als wäre da vielleicht ein Einfluss. Aber was ich baff bin, ist, diese Patienten mit dieser Therapie sind weniger gestorben. Und ich habe keine Erklärung dafür, nämlich ich würde denken, wenn es nur durch Lungenerkrankung zu tun hat, dann müsste die Intubationsfrequenz herabgesetzt worden ist, was eigentlich nicht der Fall war. Aber diese Patienten mit dieser Hochflusstherapie hatten ein besseres Endergebnis. Und darüber sollte man vielleicht Bescheid wissen, wenn man auf Intensivstationen zu tun hat. Dann dieses nächste Thema finde ich erstaunlich. Und es hat damit zu tun, wie können wir unsere T-Lymphozyten doch bitte einen dritten Hintern geben, sodass sie diese schrecklichen Krebszellen töten. Und wie können wir das machen im Rahmen von einem Zustand, sodass wir nicht selber umkommen? Und da sind unterschiedliche Kontrollstellen, die hier mit dieser T-Zell-Aktivierung zu tun haben, Bremsbelege, wenn man das nennen darf. Und ein Bremsbeleg wird moduliert durch ein Molekül, das heißt CTLA4. Und das andere ist PD-1. PD-1 ist ein ganz heißes Thema, das steht für Programmed Cell Death 1. Wie die Dinger heißen, hat weniger zu tun mit, was wir im Kopf behalten müssen, ist, dies sind Schaltstellen, die damit zu tun haben, wie aggressiv unsere T-Zellen sind oder nicht. Und was man in dieser Studie gemacht hat, ersten Studie, dies sind Patienten mit malignen Melanomen. Und diese Patienten haben eine schreckliche Prognose und überwiegend sterben sie. In der letzten Zeit sind Therapiemöglichkeiten für die hervorgerufen worden. Eines hat zu tun, wenn die eine Mutation haben in BRAF. Wir haben einen BRAF-Hämmer, so kann man diesen Patienten was bieten. Aber diese Patienten mit malignen Melanomen hatten diese BRAF V600-Mutation nicht. Und man hat die behandelt, entweder mit Ipilimumab alleine oder mit Ipilimumab plus Nivolumab. Und das letztere zielt PD-1 und das erste zielt CDLA-4. Und so hat man diese beiden Gruppen verglichen. Und was wir hier sehen ist, wenn diese beiden Schaltstellen hier angegriffen werden, haben diese Patienten ziemlich viel bessere Prognose. Und wenn man dies vereinzelt sieht, dann dies sind die Leute, die besser geworden sind und diese sind die Leute, die schlechter geworden sind. Na, ich würde lieber die Doppeltherapie kriegen als nur CDLA4-Therapie allein. Und die haben ein besseres Ergebnis. Das fand ich eindrucksvoll. Und dann im nächsten Paper im New England Journal geht es bei Patienten mit nicht kleinzelligen Bronchialkarzinomen. Und es geht darum, die Karzinome sind ja alle bioptiert worden, es geht darum, exprimieren die PD-1 oder nicht. Und dann hat man die behandelt mit diesem Antikörper, gerichtet gegen PD-1. Und hier ist der Ligand, wie der exprimiert wird und danach kann man färben. Und es sind ganze Menge Patienten hier, die behandelt worden sind. Und dann hatten sie auch eine Validierungsgruppe, ein zweites Experiment, um zu sehen, ob diese Ergebnisse stimmen. Und was wir hier sehen, ist,
Wenn diese Patienten nicht sehr viel von diesem Molekül exprimierten, dann sind die ziemlich schlecht gefahren. Aber wenn sie dies exprimierten zu mehr als 50%, dann war progressionsfreies Intervall war besser und Gesamtüberleben war auch besser. Und da es für dieses Krankheitsbild nur uns miserablen Therapieformen gibt, ist dies ein interessanter Ansatz und darum sollte man über diese Schnittstellen in diesen Immunantworten etwas wissen. Und dann, hier ist diese Patientin, auch aus dem New England Journal. Diese Patientin hatte vor 4 Jahren ein kleines Melanom auf dem Rücken und kriegt dann diese ekelhafte Metastase, die hier unter der Brust liegt. Das Ding ist ungefähr so groß wie eine Pappelmuse. Können wir in diesem CT sehen. Und die kriegt eine Spritze von diesen beiden Antikörper, Ipilimumab und Nivolumab. Und in geringer Zeit verschwindet dieser Tumor und nur dieses Loch bleibt. Donnerwetter. Das sieht ziemlich gut aus. Ja, die sind N von 1, gell? Und die leben nicht alle. Und vielleicht kommt das auch wieder. Und vielleicht ist es dann resistent gegen diese Immunotherapie. Aber wenn es, und ihr heißt ja die Hoodies, sollte mal dieses Zeug hier anwenden. Dies sieht ziemlich gut aus. Nämlich dieser Tumor. Ich meine, die Frau hatte das. Und dann hat sie nur dieses Loch. Ja, das Loch kann man wahrscheinlich stopfen. Fand ich ziemlich eindrucksvoll. Dann die der Fall im New England Journal, es geht um 9-jähriges Mädchen und die besucht ihren Vater, der wohnt in Puerto Rico und der hat auch lauter Ungeziefer zu Hause, inklusive Katzen und Moskitos und Hunden und weiß der Teufel alles was. Die kommt dann zurück und entwickelt große inguinale Lymphknoten und kriegt einen Krampfanfall. Und wie stellt man diese Sachen zusammen? Und ich wäre nicht auf die Idee, dieses Krankheitsbild kenne ich zufälligerweise, aber ich wusste nicht, dass dies auch mit einer Enzephalitis einhergeht. Und dieses Mädchen hat Enzephalitis, das kann man hier in diesem MRT sehen, und hat auch einen Unterschied in Durchblutung auf diese beiden Seiten, und das hat auch irgendwas damit zu tun. Und dies ist Bordetella henselae, Katzenkratzenfieber. Und sollte man die Katzen vielleicht verjagen. Aber darf ich nicht sagen. Sie müssen sich hier entscheiden, ob Ihre Katzen das haben oder nicht. Aber weiß gar nicht, ob es das in Europa gibt. Aber in Nordamerika und in Zentralamerika ist das bekannt. Dann aus dem Lancet diese Patientin. Und die ist schon 7-mal schwanger. Und jedes Mal, wenn die einen männlichen Fötern hat, dann hat der ein schreckliches Krankheitsbild. Könnte einem vielleicht vorschlagen, dies ist eine X-gekoppelte genetische Erkrankung. Und dieses Kind ist mal entwickelt und hat unterschiedliche, was hat es denn alles, wird nicht richtig entwickelt und Darmentwicklung ist auch nicht richtig, hat Heterops fetalis in Uteroanämie und stirbt dann und wird dann untersucht und wir sehen hier lauter Immunzellen und hier sind Charcot-Leiden-Kristalle, die werden ja, dies sind die Granula, die sich in Eosinophilen befinden und die Frage ist, was ist dies? Und dies ist, diese Krankheit heißt Immundysregulation, Polyendokrinopathie und Enteropathie X gekoppelt. Und das wird abgekürzt IPEX-Syndrom. Keine Ahnung, was das ist, ich wusste es auch nicht, aber IPEX-Syndrom wird ausgelöst durch eine Mutation von FOXP3. Und FOXP3 ist der Transkriptionsfaktor, der für regulatorische T-Zellen verantwortlich ist. Und regulatorische T-Zellen sind T-Zellen, die passen auf, dass unser Immunsystem nicht Amok läuft. Und wenn die regulatorischen T-Zellen nicht richtig funktionieren, dann kriegt man eine ganze Reihe von Immunerkrankungen. Und wenn FOXP3 mutiert ist, dieses Kind hat hier überlebt, hier sind die Verwandten und das ist ein männliches Kind und man sieht diesen
Ausschlag, der sieht trotzdem ziemlich glücklich aus, aber der hat auch eine Mutation in FOXP3 und deshalb das EPEX-Syndrom. Das war's für heute. Herzlichen Dank, dass Sie mitgemacht haben.